Als ich das zweite Mal, also eigentlich das dritte Mal im Gefängnis war, aber das zweite Mal ernst zu nehmen, weil das erste Mal war nur mit 16 ein kleiner Tag in Genua. Also als ich da längere Zeit im Knast war, habe ich anschließend begonnen zu meditieren. Und da kann man jetzt 100 Mal sagen, warum und ja und klar, Drogenentzug und alles so und dann meditiert man natürlich. Es ist völlig egal, warum ich meditiert habe. Ich habe angefangen zu meditieren. Ich hätte selbst nicht geglaubt, dass ich hier jemals sowas tun würde. Natürlich habe ich mir, wie jeder Anfänger in der Meditation oder jeder, der beginnt zu meditieren, habe ich mir erhofft, jetzt kommen unglaubliche Erlebnisse und Shiva persönlich umarmt mich und ich werde in irgendwelchen Welten getragen und weiß um die Rätsel der Welt. Es ist gar nichts passiert, aber ich habe nach einem halben Jahr regelmäßiger Meditation gemerkt, was sich in mir doch geändert hat. Ich konnte plötzlich ruhig über 20 Minuten sitzen, Gedanken vorbeigehen lassen, selbst wenn unten irgendwie ein Lärm war, der mich früher gestört hätte, hat er mich nicht eigentlich wirklich berührt. Also es hat sehr viel Positives bewirkt. Und ich habe mir vieles davon von diesen ersten Monaten, wo ich sehr intensiv meditiert habe, bewahren können. Ich muss zugeben, dass ich das letzte halbe Jahr etwas faul war, was Stille und Meditation anbelangte. Und dass ich weiß, dass ich mich da wieder disziplinieren muss. Man muss sich zur Stille disziplinieren, weil sie wichtig ist. Ich habe erkannt, dass sie wichtig ist. Und als Autor weiß man ja sowieso, dass es eigentlich nur die Momente der Stille sind, in denen einem überhaupt irgendwas einfällt. Stille heißt übrigens nicht, dass es draußen nicht laut sein darf. Das ist ein innerer Vorgang. Es ist eigentlich der Moment, wo wir es schaffen, diese unglaublich lästige Gedankenmaschinerie, die uns Tag und Nacht quält, nur beim Schlafen haben wir Ruhe davor, ein bisschen, ja, abschalten können wir es nicht, aber ein bisschen wegzudrängen. Denken kann unglaublichen Spaß machen, bewusstes Denken. Aber ich spreche von diesen Gedanken, die wir alle kennen, die uns einfach kommen, dauernd, tagtäglich. Sorgen, dann Gedanken an die Vergangenheit, an die Zukunft. Dauernd ist es wie in einer Mühle, geht es in dem Kopf hin und her. Und dann sind die Momente der Stille, die, wo es zwar auch noch da ist, aber wo es nicht mehr so ernst ist. Das ist die Stille. Und in dieser Stille, wie sagt Meister Eckhart, Gott kann nur auf eine leere Tafel schreiben. Das finde ich wunderschön.